Assalamu alaikum. Du fastest, aber betest nicht. Einige werden dir sicherlich sagen, du brauchst gar nicht zu fasten. Dein Fasten wird so und so nicht angenommen. Ich sage dir, Masha'Allah, Alhamdulillah, dass du fastest. Dein Fasten ist der beste Beleg dafür, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Dein Fasten ist das Zeichen dafür, dass du eine enge Bindung an deine Religion hast. Und ob dein Fasten richtig ist, viele fragen das. Zunächst erst einmal rein fiqh-technisch gesehen, das heißt rein von den Regeln her, ist dein Fasten korrekt. Du hast die Pflicht des Fastens zunächst erst einmal erfüllt. Wird dein Fasten bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen? Darüber kann kein Mensch entscheiden. Lass dir also von niemandem einreden, dein Fasten wird so und so nicht angenommen, wenn du nicht betest. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, ob dein Fasten angenommen wird oder nicht. Und nur Allah weiß, ob unser Fasten, wenn wir auch beten, angenommen wird oder nicht. Aber, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich möchte dir etwas ans Herz legen. Wenn du fastest, dann solltest du dir immer wieder darüber im Klaren sein, dass du zu sehr viel imstande bist und dass du eigentlich sehr viel erreichen kannst, wenn du nur möchtest. Beim Fasten möchtest du fasten, also schaffst du es ganze 18 Stunden auf deine Grundbedürfnisse zu verzichten. Auf dein Essen, auf dein Trinken, du schaffst es, deine Lust zu kontrollieren. Wenn man mit Nicht-Muslimen über das Fasten spricht, dann bestaunen sie und bewundern sie die Muslime. Wie schaffen sie das? Und du schaffst das, Masha'Allah. Schaffst du es dann nicht, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, 10 Minuten dein Gebet zu verrichten? Du schaffst es, 18 Stunden zu fasten. Schaffst du es dann nicht, kurz mal auf die Toilette zu gehen, Wudu zu machen, bei dem du dich auch gleichzeitig frisch machst, dich von deinen Sünden trennst und dann vielleicht für höchstens 10 Minuten vor deinem Schöpfer zu stehen, um ihn zu bitten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, nimm diese Nasiha von mir an. Wenn du fastest jetzt in diesem Ramadan und noch nicht mit dem Gebet angefangen haben solltest, dann versuche es einfach mal. Probier es einfach. Selbst wenn es nicht auf Anhieb klappen sollte, selbst wenn du vielleicht an dem ersten Tag nochmal verspätet beten solltest oder vielleicht noch nicht alle Gebetseinheiten einhalten konntest, gib nicht auf. Mach es. Und du wirst merken, wie du mit deinem Gebet wachsen wirst. Und du wirst auch plötzlich merken, was das Fasten dir bringen wird. Du wirst plötzlich verstehen, worum es eigentlich beim Fasten geht. Beim Fasten geht es darum, dass wir Allah nahe kommen. Und gibt es eine innigere Beziehung zwischen mir und meinem Schöpfer als das Gebet? Als dass ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe, mich vor ihm niederwerfen darf? Meine Stirn auf dem Boden tun darf. Gibt es etwas Schöneres als diese innige Beziehung, wo ich Surat al-Fatiha, die eröffnende, aufsage und dann Allah Ta'ala mir jedes Mal antwortet? Ich sage Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allah antwortet mir, indem er sagt Hamadani Abdi, mein Diener hat mich gelobpreist. Ich sage, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Und Allah antwortet mir noch im Gebet, Athna alayya abdi, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn ich dann sage, Maliki yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts, antwortet mir Allah direkt im Gebet, weil ich vor ihm stehe und sagt, Majadani abdi, mein Diener hat mich gerühmt. Und wenn ich dann sage, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dir alleine dienen wir
und dich alleine bitten wir um Unterstützung, antwortet Allah und sagt, das ist zwischen mir und meinem Diener und mein Diener soll erhalten, was er möchte. Und wenn er dann daraufhin sagt, der Betende, اهدنا الصراط المستقيم, leite uns den geraden Weg. صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, und nicht derer, denen du zürnst und nicht der Irregegangenen. Dann antwortet Allah und sagt, das ist für meine Diener und er soll erhalten, was er möchte. Wie schön doch das Gebet ist. Sieh das Gebet nicht als Last an, mein lieber Bruder. Das Gebet ist viel einfacher, als du denkst. Und viel schöner, als du denkst. Du schaffst es zu fasten, dann schaffst du es auch zu beten. Und ein letztes Wort an diejenigen, die weder fasten noch beten. Jetzt kommt Ramadan. Ramadan, der Monat, wo Allah uns allen vergeben möchte. Fangt einfach an. Macht diesen ersten Schritt auf Allah zu. Versucht, eure Sünden zu bereuen und seid euch sicher, Allah wird euch annehmen. Möge Allah Ta'ala uns diesen gesegneten Monat erreichen lassen und uns zu den Betenden und Fastenden gehören lassen. Amin, Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.